Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video und zu diesem Hands-on, zu diesem Test des ASUS Padphone 2. Ihr habt richtig gehört, das ist der Nachfolger des ASUS Padphones, des ersten Padphones, welches bei uns in Europa ja erst Ende August, Anfang September in den Handel kam. Ursprünglich vorgestellt wurde die Idee dieses Smartphone-Tablet-Kombis ja bereits am Mobile World Congress Ende Februar 2012. Aber bis es dann in den Handel kam, ging es dann relativ lange und jetzt, nur knapp 3 Monate später, ist bereits der Nachfolger bei mir eingetroffen, nämlich das Padphone 2. Und um euch ein bisschen glustig zu machen, wie wir Schweizer sagen, um euch ein bisschen anzuteasern, damit ihr wirklich Lust habt, dieses Video zu gucken, sage ich es euch jetzt schon gleich am Anfang. Das hier, dieses kleine schicke Smartphone, ist in meinen Augen das momentan allerbeste Android-Smartphone. Überhaupt kann man sagen, das momentan beste Smartphone, welches auf dem Markt erhältlich ist. Selbst ohne das Tablet, selbst ohne die Möglichkeit daraus ein Tablet zu machen, ist dieses Teil hier effektiv super cool. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video, was ich mir darunter vorstelle, warum das so ist und warum ich so Freude dran habe. Also, das Padphone 2 ist natürlich, wie schon vorher, das Padphone, die ganze Elektronik, die ganze Intelligenz steckt in diesem Top-Smartphone. Und das hier, das ist eigentlich nur ein Bildschirm, ein Tablet-Screen und ein 5000 mAh Akku. Und ihr seht das vielleicht, wenn ihr das Video geguckt habt, das ich im Sommer gedreht habe über das Original-Padphone. Das Padphone 2, die Padphone 2 Station, wie das sich das Ding hier nennt, das ist massiv leichter geworden. Das ist viel, viel, viel flacher, als es der Vorgänger war. Es gibt keine Klappe mehr hier oben, sondern man schiebt das Padphone dann einfach hier rein. Zeige ich euch dann nachher in aller Ausführlichkeit. Und es ist also viel, viel kleiner geworden als der Vorgänger. Ja, ich lege das mal auch zur Seite, das wollen wir uns nachher anschauen. Im Moment schauen wir uns mal dieses coole Teil hier an, nämlich das Smartphone. Besteht aus so einer Art Unibody. Es ist nicht kein echter Unibody, aber mal, es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man hier diese Rückplatte abnimmt. Man kann sie abmurksen, wenn man das möchte. Da kommt ein fest verklebter Akku kommt da hervor. Also da ist so ein Tape drauf, man könnte das problemlos wegnehmen, aber da steht dann drauf, man darf das nicht, sonst verliert man die Garantie. Und das heißt eigentlich, dass man hier oben schiebt man die Micro-SIM rein. Dann haben wir hier den On-Off-Switch, den Power-Button. Hier haben wir die Lautstärke-Wippe hoch und runter. Dann da unten haben wir den Micro-USB, der aber ein bisschen speziell ist. Es gehen zwar normale Micro-USB-Kabel ran, das ist überhaupt kein Thema. Aber der ist ja auch gleichzeitig der Docking-Anschluss. Das heißt, darüber wird auch Video übertragen, wenn man es eben dann in diese Padphone-Station hier reinschiebt. Dann wird das hier gemacht, gibt auch ein spezielles Ladekabel dazu, das sich dann hier quasi andockt, ihr seht das da. Aber wie gesagt, man kann auch die normalen Micro-USB-Kabel einstecken, die halten dann nur nicht so fest. Ja, auf der linken Seite haben wir gar nichts, nur diesen schicken Rand und oben, wie gesagt, haben wir hier für Headphone-Jack und dann eben Micro-USB, that's it. Was haben wir da drin in diesem Baby? Und das ist eigentlich das Spezielle, das Coole dran. Das Padphone 2 kommt mit einem Snapdragon S4 Pro Krait. Das ist der Snapdragon-Prozessor, ein Quad-Core-Prozessor, der bereits auf der Cortex A15 Referenz, auf dem Referenzdesign basiert. Das heißt, er ist moderner, er ist schneller, er ist sparsamer als die gängigen im Moment verfügbaren Smartphone-Prozessoren. Getaktet ist das Teil mit 1,5 GHz, begleitet von einem Adreno 320 Grafikprozessor, der ist da auch eingebaut, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Power. Es ist im Moment mit Abstand das schnellste Smartphone, das ich jemals in Händen hatte, das zeige ich euch nachher noch. Und ja, der Chipsatz, der Prozessor ist eben wie gesagt moderner als zum Beispiel der Exynos Quad-Core, den wir hier haben im Samsung Galaxy S3. Der ist aber auch moderner und schneller und vor allem sparsamer als der Nvidia Tegra 3, der Quad-Core, der ja hier im HTC One X zum Beispiel schlägt. Also das ist wirklich im Moment so top of the top, das Beste, was ihr in ein Smartphone, ganz generell in ein Mobile-Device einbauen könnt. Dieser Prozessor, der Snapdragon S4 Pro, der ist ja auch im Nexus 4, in diesem Google Phone, welches von LG gefertigt wird, da ist er ja auch drin. Und was auch ähnlich ist, dieses hier, das Padphone 2, hat ebenfalls 2 GB RAM. Also das RAM wurde glatt verdoppelt gegenüber den meisten anderen Smartphones. Und ja, das ist auch, wie gesagt, beim Nexus 4 der Fall.
Das werde ich auch irgendwann mal in den nächsten Tagen, Wochen in die Hände kriegen. Ihr habt sicher mitbekommen, Google hat ja die Nachfrage massiv überschätzt. Und, nee, Quatsch, hat massiv unterschätzt natürlich. Und drum sind die Dinger überhaupt nicht lieferbar. Aber ich bin der Meinung eigentlich rein von den technischen Spezifikationen her, dass dieses Padfone 2 hier besser ist als das Nexus 4. Liegt ganz einfach auch daran, wir haben hier hinten eine 13-Megapixel-Kamera, richtig gehört. 13 Megapixel mit dem neuen Sony-Sensor, der mit einer 2,4 F2,4-Linse daherkommt. Hintergrund beleuchtet natürlich 5-Elemente-Linse. Also das ist etwas ganz, ganz Schickes, was wir hier eingebaut haben. Da vorne ist dann einfach eine, so eine klassische 1,2-Megapixel-Kamera für Videotelefonie eingebaut. Von dem her, aber man kann da sehr gute Fotos damit machen. Man kann vor allem 60 Fotos schießen in Reihe mit ungefähr 4 pro Sekunde. Also da kann man wahnsinnig viele Fotos machen. Das zeige ich euch nachher dann. Das ist auch, liegt auch dran, weil das Gerät eben so schnell ist, dass es das dann entsprechend verarbeiten kann. Speichertechnisch, ich habe hier das 32 GB Modell, lässt sich nicht erweitern. Also auch da wieder eine Ähnlichkeit mit dem Nexus 4 von LG. Ja, gibt es als 16, 32 und 64 GB. Ich habe hier die 32 GB Variante. So, ja, schauen wir es mal an. Was läuft denn da drauf? Das kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr schon mal ein Asus-Gerät gehabt habt. Ich habe da diesen schönen Hintergrund, diesen Live-Hintergrund, der mit dem berühmten Asus-Baum, ich sage immer so. Und Asus ist ja dafür bekannt, dass sie eigentlich eine sehr mehr oder weniger original Google-Experience oder Google-Oberfläche haben. Das ist effektiv so. Sie tun nur sehr, sehr begrenzt bzw. sehr, sehr sanft, sagen wir es mal so, kleine Veränderungen einbauen. Da oben zum Beispiel sind ein paar Sachen noch ein bisschen anders als beim Original Google. Aber ansonsten ist es wirklich mehr oder weniger, ihr seht das, wenn ihr hier drauf geht, wenn ihr hier durchswitcht, das ist eigentlich alles mehr oder weniger original. Das hat auch den Vorteil, Asus ist die Firma, die neben Google natürlich, klar, ist die Firma, die am schnellsten Updates raushaut für seine Tablets und für seine Smartphones. Das ist wirklich klasse. Keine Firma ist so schnell, zum Beispiel Samsung ist ja eine ewige Leierei, das dauert manchmal Monate, bis man da ein aktuelles Android-Betriebssystem auf sein Smartphone kriegt. Das ist bei Asus anders. Ich habe dieses Gerät jetzt seit knapp einer Woche. Es wurde ausgeliefert mit Ice Cream Sandwich 4.04 und ich habe jetzt aber vorgestern habe ich Jelly Bean 4.11 bereits bekommen. Könnte daran liegen, ich habe das Gerät direkt aus Taiwan. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Geräte, die im Moment bei uns in Europa in den Handel kommen, vom Padfone 2, ob die auch schon das Jelly Bean Update bekommen. Wahrscheinlich aber schon. Schreibt das unten in die Kommentare. Meldet euch, wenn ihr so ein Teil habt und wenn ihr schon Android 4.1 Jelly Bean drauf habt. Das ist natürlich praktisch. Also ihr seht hier, ich kann noch mal kurz drauf, über das Padfone. Da schauen wir uns das mal an, damit ihr seht, was das eigentlich ist hier. Also Padfone 2, Android-Version 4.1.1 und so weiter und so weiter. Also das ist schon alles ganz so, wie es sein sollte, beziehungsweise sehr aktuell. Natürlich, ich weiß, im Moment ist 4.2 bereits schon aktuell, so eine Art Service Pack fürs Android, aber das wird sicher auch da drauf kommen. Und ja, also so viele Neuerungen bringt es ja eigentlich auch nicht. Was wir hier auch schon haben, ist natürlich Google Now. Wenn ich jetzt da hoch switche, zack, und da kommen da meine Karten, wo er mir zuerst mal sagt, wer alles Geburtstag hat, wie das Wetter im Moment gerade in Bern ist, wir haben Kalt und Schnee und so weiter. Also das ist ja eine ganz, ganz coole Sache. Google Now, ich bin großer Fan davon. Ich finde das super. Das finde ich etwas vom Besten, was Google in den letzten Jahren gemacht hat. Und ja, okay, also, Top-Kamera, Top-Hardware, 2 GB RAM, Snapdragon S4 Pro, Power ohne Ende. Aber was natürlich so ein Padfone ausmacht, ich sage mal, man würde nicht unbedingt 900 Schweizer Franken oder 750 Euro zahlen, nur damit man so ein tolles Smartphone hat, sondern die Idee des Padfones ist ja ganz klar. Wir haben hier alles drauf und wir können das Ding hier nehmen. Ihr seht das hier. Ich zeige euch das nochmal. Ich schiebe das hier oben einfach rein. Ich zeige euch den Mechanismus nachher noch. Dann dauert es ungefähr eine Sekunde und zack, und dann sind wir hier. So, jetzt bin ich noch auf die Wetter-App gekommen. So. Und hier haben wir ein Tablet. Also, ihr seht, das ist jetzt quasi dann ein Asus-Tablet, was ich hier habe. Und wenn ich es wieder rausnehme, ist ein Smartphone. Und der Vorteil, der liegt natürlich auf der Hand. Auf der einen Seite wird hier unten das Smartphone geladen. Das kann man genau konfigurieren. Wenn ihr da mal genau hinschaut, da seht ihr hier, quasi vom Tablet wird im Moment rübergeladen ins, beziehungsweise es wird eben
ich genau gucke, nicht geladen, weil nämlich das Tablet leer ist. Dann bleibt es einfach so, aber wenn das Tablet geladen ist, dieser zusätzliche Akku, dann lädt der, wenn man es hier reinmacht, wenn man das so konfiguriert, dann lädt er eben das Smartphone auf. Und dann haben wir natürlich hier drüben noch, haben wir so verschiedene Dinge, also ihr seht zum Beispiel hier, das ist dieses Widget, welches Asus da mitbringt. Wir sehen die Padfone Station, die ist auf 95% und das Padfone ist auf 61%, also Quatsch, das Padfone Station ist ja voll hier. Und da kann man dann einstellen, soll es laden, was soll passieren und so weiter. Und ihr seht hier auch intelligenter Modus Padfone Station Assistant, den gab es schon beim vorherigen, da könnt ihr machen, was passiert, wenn ein Telefon reinkommt, abrufen und Aktionen, könnt ihr sagen, okay, ich will nicht angerufen werden können, ich will, dass der Anruf weitergeht auf meine Combox oder ich will ein Bluetooth-Headset oder irgendwas oder ich will, dass ich das Telefon rausnehmen kann, um damit zu telefonieren, das lässt sich hier alles einstellen. Und was natürlich das Besondere auch ist, die Apps, die das unterstützen, wir haben da zum Beispiel das Asus Studio, das ist so eine App, da könnt ihr Bilder damit bearbeiten und verarbeiten und verwalten. Wenn ich das jetzt aufmache, hier im Tablet-Modus, und jetzt nehme ich das Smartphone raus, dann seht ihr, ohne dass ich etwas machen muss, ist das jetzt hier drauf. Also das ist jetzt eine App, klar, die ist von Asus selber, mal mich gestern im Schnee, irgend so ein komischer Typ. Und jetzt schiebe ich das hier wieder rein. Klack, 3, 2, 1 und dann ist der komische Typ auf dem Tablet. Also das ist jetzt ganz praktisch hier. Ich muss mal schauen, dass es nicht so blendet. So, das hat jetzt hier funktioniert. Es gibt aber natürlich auch Apps, die das nicht unterstützen und die gehen dann einfach entsprechend zu. Zum Beispiel der Play Store. Wenn wir den jetzt mal einfach öffnen, ich gehe mal hier drauf, meine installierten Apps. 100 Apps habe ich da drauf. So, jetzt ziehe ich das Ding hier wieder raus und ihr merkt, das geht ein bisschen streng. So, und dann kommt dann alle laufenden Anwendungen, nicht speziell für den dynamischen Anzeigewechsel entworfen wurden, werden automatisch geschlossen. Okay, dann muss ich es halt jetzt nochmal aufmachen. Also die Apps, die das nicht unterstützen, gehen dann halt einfach zu, weil es ist ganz klar, wenn das Ding in dieser Station hier drin steckt, dann ist es wirklich wie ein Tablet. Da könnt ihr auch Tablet-Apps installieren und wenn es hier ist, ist es eben ein Smartphone. Ich finde nach wie vor, ich habe dieses Konzept schon bei seiner Vorstellung im Februar genial gefunden, weil ich finde die Idee, dass ich nur ein Gerät quasi pflegen muss im Sinn von mit Software-Updates, mit Daten und so weiter, auch wenn ich ja viele meiner Daten bereits in der Cloud habe, ist es doch immer eigentlich mühselig, wenn ich zwischen einem Tablet und einem Smartphone hin und her wechsle. Das finde ich eben das Coole hier dran, dass ich das nicht machen muss. Ich stecke das hier rein, habe mein Tablet und wenn ich unterwegs bin, habe ich dieses Smartphone und wenn ich da ein Akkuproblem kriege, stecke ich es einfach hier rein und da wird es geladen. Also das finde ich echt cool. Natürlich, wenn man einen Haushalt hat, wo man das Tablet auch noch seinen Kindern geben will und gleichzeitig das Smartphone braucht oder so, dann geht es natürlich nicht, weil das Tablet selber hier, die Padfone Station, wie sich das nennt, ja, die ist dumm, die kann gar nichts. Die kann ohne Smartphone natürlich überhaupt nichts. Das ist eigentlich nur ein Bildschirm und ein Akku. Jetzt vielleicht mal zu diesem Ding. Also hier unten haben wir einen ganz Standard Micro-USB-Anschluss, um das Teil zu laden. Und dann haben wir hier, wenn ihr euch das genau anguckt, vielleicht erinnert ihr euch, sonst schaut euch mein Video an. Das habe ich übrigens da unten verlinkt, das Video des ersten Padfones. Damals gab es hier noch so einen Deckel, da hat man das aufgeklappt, hat es so schief, also so quer rein und dann den Deckel zugemacht. Den Deckel gibt es jetzt nicht mehr, sondern Asus hat sich für eine andere Art des Mechanismus entschieden, der weniger Platz braucht. Und ihr seht das hier, wenn ihr jetzt da mal ganz genau hinguckt, seht ihr das hier? Das sind solche Gumminoppen, das sind so Gummilamellen. Die haben wir hier auf beiden Seiten. Sorry, ich muss in die Kamera halten. So, jetzt sieht man es. Seht ihr da, hier? Und die halten eigentlich das Smartphone fest. Also wenn ich das jetzt so mache, hier ist es so, dann rutscht es da, ich zeige euch das mal, dann rutscht es in diese Lamellen rein und dann am Schluss wird hier unten der Connector quasi angehängt. Klack, zzt, und dann schaltet es hier um. Seht ihr? Dann seht ihr jetzt hier auf dem Lockscreen intelligenter Modus, Padfone 60, Padfone Station 94%. Da kann ich natürlich hier auch, wenn ich das möchte, wieder Google Now starten. Ja? Direkt aus dem. Bei der Kamera ist es übrigens so, wenn man die Kamera im Padfone-Modus, ich will kein Tutorial, ich will einfach fotografieren, bitte sehr. Come on, baby. Na, was macht er denn jetzt? Jetzt habe ich natürlich das Tutorial ausgeht. So, okay. Wenn ich das mache, dann braucht er ja die Kamera des Smartphones, die ist ja da oben drin. Hä? Dann habe ich eine 5 Megapixel, ihr seht hier oben 5 Megapixel Auflösung, 5,5 Mega. Und wenn ich das Ganze jetzt rausnehme, piep,
Zack, dann sind die hier in der Kamera und dann haben wir hier, so, jetzt habe ich hier einen Screenshot gemacht, wollte ich eigentlich nicht unbedingt, dann haben wir hier die 13 Megapixel. Ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, warum das so gelöst wurde, weil, ja, würde nichts dagegen sprechen, auch mit dem Tablet die volle 13 Megapixel Auflösung der Kamera nutzen zu können. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ja, das ist halt so. Gut, ehrlich gesagt, ich mache nie ein Foto mit dem Tablet, das ist sowieso Schwachsinn. Aber es hat mich gewundert, dass dann eben die Auflösung wechselt, kaum ist es hier eingedockt. Aber naja, egal. So, jetzt wollen wir mal schauen, ich habe euch ja gesagt, schneller Padphone. Da wollen wir gucken, ob das wirklich so ist. Und zu diesem Zwecke haben wir ja den allseits bekannten Quadrant. Ihr wisst, ich habe es schon oft gesagt, ich halte nicht allzu viel von Benchmarks, weil man muss letztendlich im richtigen Leben schauen, ob das Smartphone einem passt, ob es schnell ist, ob es schnell reagiert. Aber bei diesem Smartphone, inzwischen sind wir natürlich auf einem Level, das sind hier alles Quad-Core-Smartphones, ich hole die mal hervor. Also Galaxy S3, HTC, das ist alles die Creme de la Creme Premium-Smartphones und die sind alle schnell, die sind alle super zackig. Also von dem her ist man so im normalen Hin- und Her-Geswitche auf dem Homescreen und ein bisschen Apps starten, merkt man eigentlich keinen Unterschied. Und für das ist dann so ein Benchmark auch ganz cool. Ich schlage vor, wir machen das doch einfach mal. Wir machen eine kleine Benchmark-Parade. Also links das Padphone 2, dann in der Mitte das HTC One X und auf der rechten Seite der absolute Topseller, das Galaxy S3. So, jetzt mache ich da mal Tools auf und dann haben wir hier auch den Quadrant. Und hier habe ich unter Benchmarks habe ich natürlich auch den Quadrant. So, also, jetzt haben wir da überall den Quadrant offen. Und ich schlage vor, wir starten den jetzt mal und gucken uns das dann an. Wir fangen links an, dann kommt rechts, dann kommt hier. Spielt ja in dem Sinn keine Rolle, wer zuerst. Es gibt ja am Schluss dann eine entsprechende Auswertung. So, lassen wir die hier mal raffeln. Und ihr werdet sehen, es ist sowieso klar, der ist am schnellsten fertig hier, das Asus Padphone, weil es ist wahnsinnig schnell. Was wir auch noch machen können, wir haben hier noch das Nexus 10, auch ein ganz cooles Tablet, da gibt es dann auch noch ein Video von mir. Und das Nexus 10 können wir auch mal laufen lassen, weil das hat auch einen ganz, ganz modernen Chip, ist ein Exynos, der aber auch schon auf der A15 Architektur basiert. Und das ist zwar ein Dual-Core, der aber mit 1,7 GHz getaktet ist und auch den Adreno Grafikchip drin hat. Das ist natürlich cool. So, seht ihr, der ist schon fertig hier, die anderen sind noch am Rechnen. Jetzt lassen wir es hier auch nochmal kurz laufen. Ich muss mal gucken, wo ich den drauf habe. Gehen wir da mal hier in die Apps rein und dann haben wir da irgendwo doch, glaube ich, den Quadrant. Der gehört bei mir nämlich so ein bisschen zum Standard dazu. So, Run Full Benchmark. Ja. Das geht da dann immer in diesen Modus. Weiß ich nicht genau, warum es bei Tablets macht. So, okay. Jetzt machen wir hier Yes und hier machen wir auch Yes. Also, wir fangen mal rechts an. Das Galaxy S3 jetzt in diesem Test hat 5315 Punkte. Ist klasse, ist schnell, kein Thema. Wir haben hier 5988, also das HTC One X ist jetzt heute gerade in diesem Test etwas schneller. Ich hatte es auch schon umgekehrt übrigens. Und dann haben wir hier, und jetzt haltet euch fest, das sind da mal knackige 7748. Also ihr seht, das Ding ist deutlich schneller. Wenn man jetzt rein diesen Benchmark nimmt, 50% schneller als die beiden hier. Und ja, das ist wirklich super, super schnell, ein super schnelles Smartphone. Das, wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass ihr damit doppelt so schnell arbeiten könnt, das ist natürlich Quatsch. Aber es ist halt schon, es hat noch Reserven, auch die 2 GB RAM, man weiß, da kann jetzt gern noch Android 5 kommen oder was da halt noch so kommen mag. Und das wird immer noch genug Reserven haben. So, und jetzt schauen wir uns dieses Baby hier mal an. Ja, und das fällt dann ein bisschen ab mit 4753. Man muss aber sagen, und das muss man wirklich ganz klar sagen, zur Ehrrettung von diesem Teil hier, das Nexus 10 verfügt ja über dieses tolle Retina-Display, ich sag dem jetzt einfach mal so, nämlich mit 2560 x 1600 Pixel Auflösung. Und das heißt natürlich, dass der Benchmark und der Grafikchip, dieser Score am Schluss, das ist ja quasi, der wird ja alles reingepackt, der muss natürlich beim Tablet, beim Nexus 10, muss der natürlich viermal mehr Pixel berechnen als hier auf diesem kleinen Display. Dieses Display übrigens löst auf mit einer Auflösung von 1200.
180 mal 720. Und wenn ihr das Ganze dann hier in die Padfond Station steckt, ich räume die anderen da wieder weg, die brauche ich nicht mehr, dann habt ihr 1280 mal 800, also fast die gleiche Auflösung. Was hier nicht eingebaut ist, das muss man sagen, ist natürlich ein bisschen schade, das ist kein Full HD Screen. Das wäre natürlich cool gewesen, hat ja Asus selber in seinem Portfolio drin. Das ist das Asus Transformer Pad Infinity, welches mit Full HD Auflösung kommt. Das ist hier nicht der Fall. Also das ist eigentlich die normale Tablet Auflösung, die wir bei vielen Tablets, bei vielen Android Tablets ja inzwischen vorfinden. Funktioniert aber klasse und stört eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich muss jetzt hier nicht unbedingt auch noch ein Retina-Display drin haben oder ein Full-HD-Display, aber das wäre natürlich cool gewesen, zumal es Asus ja eben schon im Portfolio drin hat. Aber wahrscheinlich wäre es dann auch schwerer gewesen, weil diese Kombination hier, also ihr seht mit dem Smartphone hinten drin und dann hier einfach das Tablet, Gorilla Glass und so weiter natürlich, das ist leichter zusammen als hier das iPad 4, also das ganz aktuelle iPad. Das seht ihr hier unten am Lightning Connector. Das aktuelle iPad ist also ein bisschen schwerer als das hier, sogar, ja, sogar einiges schwerer. Man merkt es hier wirklich, ich weiß nicht, es sind 50 Gramm oder so, aber vom Gefühl her hat man wirklich das Gefühl, doch, man merkt es. Das iPad ist schwerer als diese Kombi hier aus Smartphone und Tablet. Also da hat Asus einen echt guten Job gemacht, weil der Vorgänger, der war relativ schwer, der war relativ bulky. Also das war so ein bisschen auch zum Halten nicht so wahnsinnig praktisch und im Rucksack hatte man das Gefühl, man schleppt schon recht viel mit sich rum. Das ist hier wirklich cool. Ihr seht auch hier, es ist recht dünn. Auf der Seite ist es super dünn. Man kann es wirklich gut, seht ihr, man kann es ganz gut anfassen. Natürlich dann hier ist es erhöht, weil da ja das Smartphone drin ist. Also das heißt, es hält natürlich auf dem Tisch auch nicht so ganz toll. Also das, ja, das muss man einfach wissen. Aber so zum Halten, zum so, zum Beispiel zum etwas Lesen, machen wir den Screen an, dass ihr nicht immer nur mich seht in den Spiegelungen. So, da funktioniert das wirklich hervorragend. Also das ist wirklich ganz cool. Das klappt gut. Und ja, vielleicht noch zu diesem Pad, was man auch noch sagen muss, beim Padfone, bei dem Padfone 1 oder dem ersten Padfone, hattet ihr noch die Möglichkeit, das Ganze in ein Tastaturdock reinzustecken. So ein Dock, wie es ja Asus mit der Transformer-Reihe eben Angebot hat. Und dann hattet ihr quasi ein Netbook. Also da hattet ihr dann 3 in 1. Und das ist leider, muss ich wirklich sagen, das ist echt ein Nachteil, verstehe ich nicht. Darauf hat Asus beim Padfone 2 verzichtet. Vielleicht auch ein Grund, warum im Moment beide im Handel sind. Also das Padfone 2 plus das Original Padfone. Weil hier beim Padfone 2 könnt ihr diese Kombination aus Smartphone und Tablet könnt ihr nicht noch in ein Tastaturdock stecken und dann quasi schreiben mit hier einem Trackpad, wie das vorher der Fall war. Und das finde ich eigentlich recht schade, weil das war echt cool. Da hatte man wirklich alle Möglichkeiten damit. Hier ist halt einfach nur in Anführungszeichen Top Smartphone, Tablet rein, Punkt. Also entweder habe ich Tablet oder ich habe Smartphone. Aber ich habe nicht auch noch Netbook. Also das ist so ein bisschen schade. Das muss ich wirklich sagen, das verstehe ich nicht genau, weil Asus sind die einzigen, die diese Tastatur-Docks so machen, dass man sie wirklich cool brauchen kann. Das ist ein super Mechanismus. Zusätzlicher Akku nochmal, USB-Anschluss, Micro, SD-Card-Slot und so weiter sind ja in diesen Docks drin. Und das war wirklich cool. Die Transformer-Reihe selber ist ja auch eigentlich spitze. Und wenn man das jetzt hier noch gehabt hätte, dass man quasi wirklich 3 in 1 hätte, dann wäre das noch so das Sahnehäubchen gewesen auf diesem Gesamtpaket. Ist schade, haben sie das weggelassen. Vielleicht war das Problem hier der Docking-Anschluss. Wer weiß, dass das zu viel Platz gebraucht hätte. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das müsst ihr einfach wissen. Wenn ihr das Padfone 2 kauft, dann verzichtet ihr auf die Möglichkeit, das in ein Tastatur-Keyboard-Dock einzustecken. Aber sonst, ganz klarer Fall, das Asus ist wirklich klasse. Ich gehe jetzt nochmal auf die Kamera. Ich habe euch versprochen, ich wollte euch noch was zeigen. Da seht ihr übrigens die 13 Megapixel, sorry, hier unten, da so viele Fotos können wir noch machen. Und dann kann man ja da eben ziemlich Dauerfeuer machen. Ihr könnt übrigens auch zoomen, seht ihr das hier? Ist natürlich ein Digital-Zoom, aber wenn ich es treffe, so, seht ihr, zuck. Aber bei 13 Megapixel Auflösung kann man schon noch ein bisschen zoomen, also da habe ich relativ viele Möglichkeiten. Ihr seht, was ihr hier alles machen könnt. Auslöser, und jetzt gehe ich da mal auf den Normal-Touch-Auslöser und Selbstauslöser, da könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Ja, und jetzt ist es so, wenn ich da jetzt einfach mal fotografiere, seht ihr, wie das da unten hochzählt? Habt ihr das gesehen? Ha?
Habt ihr gesehen? 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich mal schnell eben 13 Fotos geschossen. Okay? Ich zeige euch das nochmal. Alles anwählen und ich will die eigentlich nicht speichern. Also gehe ich einfach zurück. So, möchten Sie Datei abwählen? Nein, möchte ich nicht. Ich speichere nur eine. Okay, also alles abwählen und dann sage ich mir zum Beispiel dieses hier. Und der Rest löschen. So, zack, weg. Jetzt machen wir das Ganze nochmal und zwar so nah, dass ihr hier unten gucken könnt. Hm? Schaut mal auf diese kleine Nummer hier. So, jetzt ich bleibe einfach drauf, okay? Seht ihr? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, stopp. Scheiße, ihr habt nicht gesehen, stimmt's? Es war unterhalb der Kamera. Himmel, Arsch und Zwirn. Also nochmal. Sorry. Also, hier rauf gucken. 13, da steht jetzt 13 Megapixel und wenn ich jetzt da drauf bleibe, dann fängt der da an hochzuzählen. Jetzt haben wir mal eben 17 Fotos geschossen, okay? Also ihr seht, da könnt ihr richtig Dauerfeuer machen damit, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Sportler-Szenen oder irgendetwas, was sich schnell bewegt, kann auch mal ein Kind sein, das durchs Wohnzimmer rennt, dann seid ihr jetzt wirklich super zackig, was ihr vorher, ja, das war vorher nicht möglich mit einer Smartphone-Kamera, habe ich noch nie gesehen in dieser Geschwindigkeit. Liegt natürlich nicht nur an dem schicken Sony-Chip hier, sondern es liegt vor allem an der Geschwindigkeit des Gerätes selber, dass das halt die das verarbeiten kann in dieser ja wirklich atemberaubende Geschwindigkeit von, glaube ich, bis 4 Bilder pro Sekunde. Also ihr seht auch als Fotoapparat oder Smartphone-Foto-Ding ist das Asus Padfone 2, spielt ganz, ganz weit vorne mit. Ich werde dann noch Testfotos machen, ich werde das dann vergleichen mit den gängigen Smartphone-Kameras, also natürlich mal mit dem iPhone 5, welches in meinen Augen so ein bisschen eine Referenz ist, aber auch mit dem Lumia 920, welches noch besser ist, dank dem Bildstabilisator, dem optischen, dem echten, der dort eingebaut wurde. Ja, ich werde das auf jeden Fall noch vergleichen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Padfone 2 macht ganz hervorragende Fotos. Und übrigens, was ich bis jetzt noch vergessen habe, aber wir sehen es wahrscheinlich jetzt im Moment gerade nicht, weil bei mir zu Hause schwankt das so ein bisschen. Ja. Und zwar, das Padfone 2 hat auch LTE. Da ist ein LTE-Chipsatz drin und im Unterschied zum Nexus 4, welches ja quasi auch ein bisschen LTE hat, aber nicht aktiviert und auch nicht richtig funktioniert und wenn nur in den USA, aber dort eigentlich auch nicht so ganz, ist das hier wirklich worldwide. Das funkt auf drei LTE-Bändern, auf dem 800er, auf dem 1600er und auf dem 2.4er, glaube ich. Jetzt muss ich gleich mal schnell gucken. Ne, 800, 1800 und 2600. Das sind also die gängigen Bänder und das iPhone 5 zum Beispiel funkt ja leider nur auf dem 1800er Band, was ja heißt, dass es in Deutschland nur bei der Deutschen Telekom funktioniert und bei uns in der Schweiz dann nur in den Städten, weil auf dem Land wird vor allem das 800er Band benutzt. Also auch da seid ihr absolut zukunftssicher, was das Asus Padfone 2 angeht, weil das hat auch LTE. Ich war damit heute Morgen in der Stadt in Bern, ich wohne gerade am Stadtrand und wenn ich im Zentrum bin, habe ich vollen 4G-Empfang, also LTE und kam da mal locker auf 30 Megabit pro Sekunde Download und ungefähr 12 Upload im Moment gerade. Könnten natürlich bis 100 Megabyte Download und 50 Megabyte Upload sein, das unterstützt das Gerät, aber das haben wir im Moment bei uns in der Schweiz, habe ich das noch nirgends gesehen. Mal gucken, wenn ich das nächste Mal nach Deutschland gehe, teste ich das dort. Aber auf jeden Fall auch LTE ist drin und ihr seht wirklich, da ist eigentlich alles eingebaut, was im Moment gut und teuer ist. Und ja, das relativiert dann natürlich ein bisschen den Preis. Der Preis, der ist relativ gesalzen, das ist ganz klar. Also ich zahle im Moment knapp 900 Schweizer Franken, 750 Euro wahrscheinlich ungefähr, für diese Kombi hier, also für das Padfone und das, die Padfone Station, Padfone 2 und Padfone Station, um es genau zu sagen. Im Moment ist nicht vorgesehen, das Asus Padfone 2 alleine zu verkaufen. Das wäre ehrlich gesagt ein geniales Smartphone. Ich bin der Meinung, dass es die beiden hier massiv schlägt und denen wahrscheinlich Mühe machen würde, dem Galaxy S3 und dem One X von HTC. Also wenn man das alleine in den Verkauf bringen würde, zu einem Preis, der ungefähr auf dem Niveau von diesen beiden Geräten liegen würde, das wäre echt heiß, aber ich glaube, Asus hat das im Moment noch nicht vor. Das heißt, das wird immer mit dem Tablet verkauft, ist dadurch natürlich ein bisschen teurer, aber ist immer noch viel günstiger, als wenn ihr euch quasi ein Top-Smartphone der Oberliga kauft und dazu noch ein Tablet. Also das muss man auch sagen, es ist günstiger als diese beiden, aber man kann es halt nur zusammen brauchen, man kann das Tablet nicht einzeln benutzen. Ja, also, das war mein kurzer Review, so ein bisschen kleiner Vergleich zu anderen Geräten und ich kann euch wirklich sagen, ich bin super happy damit. Ich werde dieses Smartphone in den nächsten Tagen und Wochen ausgiebig testen, immer bei mir haben und ja, mal schauen.
wie sich schlägt. Bis jetzt war ganz klar, dass Samsung hier mein Referenz-Android-Smartphone, welches ich immer dabei habe. Und das werde ich jetzt mal auswechseln gegen dieses Asus hier. Und dann werde ich natürlich, sobald ich das Nexus 4 kriege, ich hoffe, dass das in den nächsten 2-3 Wochen der Fall ist, so Google will, sobald ich das Nexus 4 Smartphone kriege, werde ich natürlich dann einen Test machen von diesem Smartphone und dem Nexus 4, weil die doch technisch relativ ähnlich sind, beide den gleichen Prozessor haben, diesen Snapdragon S4 Pro Quad-Core-Chip. Ja, das werde ich dann auf jeden Fall vergleichen. Aber im Moment ist das, wie gesagt, mein Referenz-Smartphone. Finde ich eine ganz coole Sache. Mir gefällt auch das mit dem Tablet-Modus. Das ist auch etwas Innovatives, etwas Neues. Ja, super Sache. Macht mir Spaß, macht mir auch Android Spaß, dass da drauf läuft. Also bin ich wirklich Fan davon. Und ja, das war eigentlich mal der kurze Überblick. Oder so kurz war er jetzt wahrscheinlich nicht. Aber einfach, dass ihr euch mal vorstellen könnt, was denn das überhaupt so ist. Ist im Moment, kommt das in die Läden, in diesen Tagen habe ich es gesehen, kann man es in der Schweiz bereits kaufen. In Deutschland und Österreich dürfte das ungefähr ähnlich sein. Ja, das war Jean-Claude Frick für ifrick.ch. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.